an einer ganz besonderen Geschichte und an einem ganz besonderen Projekt teilhaben lassen, nämlich die Ausbildung eines jungen Shire Horses, beziehungsweise zwei junger Shire Horse Damen. Die eine ist die Mistress, die steht gerade neben mir. Mistress, kannst du bitte mal in die Kamera gucken? Nein, kannst du jetzt nicht. Also, das ist Hercules Mistress. Und, danke schön. Sie ist 2 Jahre und 3 Monate alt. Und, sie hat schon mal einen Halfter angehabt. Sie ist auch schon mal über den Hof geführt worden. Aber sonst kennt sie nicht viel. Und mir geht es einfach darum, euch mitzunehmen auf die Reise, ein junges Pferd, jetzt unabhängig von der Rasse, vernünftig auszubilden und die Pferde zu motivierten Freizeitpartnern zu machen, die gerne mit Menschen zusammen sind. Ihr müsst euch vorstellen, wenn die jungen Pferde in der Herde aufwachsen, dann können die natürlich den ganzen Tag machen, was sie möchten. Sie können frei über ihre Zeit verfügen. Und dann kommt der Mensch irgendwann und möchte das Pferd ausbilden. Und mir ist es total wichtig, dass die Pferde von Anfang an wirklich Freude haben, mit dem Menschen zusammen zu sein und keine Angst entwickeln, nicht denken, oh mein Gott, ich bekomme nur Druck, ich habe keine Lust darauf, sondern wirklich Freude haben, sich schon auf das nächste Training freuen bestenfalls. Das ist meine Philosophie bei allem, was ich tue, und ich möchte diese beiden jungen Pferde begleiten über einen sehr langen Zeitraum und wie gesagt euch sehr, sehr gerne mit auf diese Reise nehmen. Und Shire Horses sind ja Spätentwickler, das heißt, man kann sich mit der Ausbildung wirklich sehr viel Zeit lassen, und bevor die 5-jährig sind, reitet man die auch nicht an. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr möchtet, die ganze Vorbereitung miterleben und alles, was so dazugehört. Die zweite junge Dame, das ist Hercules Scandal Beauty. Sie ist ein Jahr jünger als Mistress, nämlich 1 Jahr und 3 Monate. Ja, ihr seid auch schon etwas älter, ne? Ja, ich habe euch trotzdem ganz lieb. Ja. Und ihr seht schon, sie ist viel schüchterner als Mistress und hält sich sehr zurück. Aber das ist ja auch das Schöne, dass die Jungpferde so unterschiedlich sind. Ja. Ihr wollt alle in der ersten Reihe mit dabei sein. Ich sehe das schon. Ja. Ja, es ist schön. Ja, Katharina, du bist meine Liebe. Und dementsprechend muss man natürlich auch auf die Pferde eingehen. Wir sind hier übrigens bei Molehill Shire. Molehill Shire züchten Shire Horses. Und die beiden jungen Damen, also Mistress und Beauty, die sich schon wieder nach hinten verzogen hat, sind nicht selbst gezogen. Die beiden kommen aus Schweden von einem anderen Züchter. Und beim Züchten ist es ja wichtig, dass man auch mal frisches Blut mit einkreuzt, da ansonsten es natürlich dazu kommt, dass immer die gleichen Gene weitergegeben werden, was nicht gesund ist. Deshalb sind die beiden aus Schweden gekommen und sind nun Teil der Zucht von Molehill Shire. Ihr seht schon, dass die beiden total unterschiedlich sind. Mistress ist total neugierig, kommt direkt mit, drängelt sich auch so in den Vordergrund, sagt, hey, was machen wir heute? Und Beauty ist sehr, sehr schüchtern. Auch vom Körperbau her sind die beiden total unterschiedlich. Die Mistress ist ja 1 Jahr älter als Beauty, aber die sind trotzdem ungefähr gleich groß. Und wenn man sich die so ein bisschen aus der Entfernung anschaut, dann sieht man, dass die Mistress eine ganz andere Statur hat. Die hat kürzere Beine, die ist etwas gedrungener, und die Beauty ist so ein Barbie-Pferd, sag ich mal, mit so ganz langen Beinen. So. Also was ich total schön finde, ist erstmal, ich kenne die ja jetzt noch nicht so gut. Ich werde ungefähr einmal die Woche hier sein, um mit den beiden was zu machen. Und ich möchte erstmal, dass wir uns kennenlernen. Das heißt, die dürfen mich natürlich immer beschnuppern. Ich möchte die überall anfassen können, und wenn ich das freistehen kann, ohne dass sie einen Halfter drauf haben, dann sehe ich gleich, ob die damit einverstanden sind, ob die das gut finden oder nicht. Denn ich bin jemand, der möchte sehr, sehr gerne, dass das Pferd mit dem, was ich tue, einverstanden ist. Und bei Mistress sieht man schon, sie findet das gut, sie ist sehr, sehr entspannt. Und ich gehe jetzt mal um sie rum und schaue, ob ich sie überall streicheln darf. Gut, ne? Oh, gut, ne? Ooh.
schön ist, wenn man gleich eine gute Stelle findet. Denn dann setzt man sofort so einen schönen Akzent. Das Pferd denkt so, geil, mit dem Menschen so zusammen, der kratzt mich an Stellen, wo ich selbst schlecht hinkomme. Das ist immer ein guter Anfang. Ja, guck mal, wie ich jetzt aussehe. Ja. Egal, ne? So, auch am Popo fasse ich sie an, dann gehe ich um sie rum, lass meine Hand dabei hier, damit sie sich nicht erschreckt und dann vielleicht aus Angst tritt. Gut. Auch den Rücken fasse ich natürlich an, denn irgendwann möchte ich da ja mal drauf sitzen. Gut, ne? Was ist denn da? Da ist noch ganz viel Winterfell, ne? Ja, da ist noch ein bisschen Winterfell. Oh, gut, ne? Super, ne? Guck mal, da kommt auch die Beauty, das ist ja schön. Hallo Beauty. Jetzt sieht man schon Mistress, ne? Guck dir mal ins Gesicht. Die möchte jetzt nicht, dass unsere Zweisamkeit hier gestört wird. Die hätte Beauty jetzt am liebsten weggeschickt. Beauty, hallo. Man sieht ihr schon im Gesicht an. Sie ist wirklich vorsichtiger, schüchterner als Mistress. Ich habe jetzt auch ein kleines Auge auf Mistress, damit sie die Beauty nicht wegschickt. Hallo. Ja, die Beauty ist auch meine Freundin, ja. Oh, Mädchen. Ja, schön. Schön finde ich ja schon mal, dass sie von selbst gekommen ist und neugierig schaut. Ja, ein Mädchen. Ist das gut? Da ist gut, ja. Und auch hier möchte ich erstmal eine ganz positive Atmosphäre schaffen. Mistress isst gerade den Kameramann auf. Eine gute Basis ist schon mal, sich einen Halfter anziehen zu lassen. Ich habe jetzt hier erstmal den Strick und schaue, was sie sagt, wenn ich sie damit einfach so ein bisschen anfasse. Geht das? Ja, geht das? Geht, ne? Oh, Mädchen. Oh, du bist ja. So geht's hier. Also wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass sie einen Halfter anhat. Gut. Aber es geschieht auch nicht regelmäßig, dass sie aufgehalftert wird. Also das ist jetzt Beauty, die ist wie gesagt 1 Jahr und 3 Monate alt. Wenn ich jetzt das junge Pferd aufhalftere und den Strick ans Halfter mache und das Pferd mitnehme, dann greife ich natürlich ziemlich stark in das bisherige Leben des Pferdes ein. Die konnten sich ja frei bewegen, die konnten machen, was sie wollten. Und jetzt habe ich so ein komisches Ding an ihrem Kopf fixiert und ziehe an ihr rum. Beziehungsweise genau das möchte ich nicht. Ich möchte, dass sie von Anfang an meiner Körpersprache folgt und dass ich so wenig Druck wie möglich mache. Gleichzeitig lernt sie dabei, dem Zug am Strick etwas zu folgen und auf den geringen Druck, den ich mache, nachzugeben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, vor allem bei den Kaltblutpferden, die später auch so groß und stark werden, aber auch wirklich bei allen anderen Rassen, dass sie lernen, dem Druck nachzugeben und nicht dagegen zu ziehen. Ja, ich weiß, du möchtest auch gerne. Du bist ja hoch motiviert. Ja, das freut mich. Ja, mich als deine Ausbildungsbeauftragte freut das außerordentlich. Ja, du auch? Bist du auch motiviert? Ihr wisst jetzt, warum ich Shire Horses so liebe, oder?
Okay. Wird die Sonne stückeln? Also, wenn ich jetzt losgehe. Ja, wir machen auch gleich was, ja. Wenn ich jetzt losgehe, drehe ich mich ein bisschen ein. Mistress möchte gerne helfen. Mistress? Du darfst ja auch mitkommen. Ja, ich würde die Beauty aber gerne alleine führen. Ja, ehrlich. Das kannst du. So, ich schicke die Mistress jetzt mal weg. Auch das muss sie lernen. Ja, danke schön. Danke schön. Nehmen sofort die Energie wieder raus, damit Beauty sich keine Sorgen macht. So. Ja. Jetzt drehe ich mich ein bisschen ein. Ja, fein. Und ich bleibe mit Absicht erstmal hier im Paddock-Bereich, wo die anderen Pferde sind. Weil sie das ja nicht kennt, mit dem Menschen alleine zu sein. Da muss sie sich erst dran gewöhnen. Jetzt drehe ich mich wieder so ein bisschen ein. Schnall's mit der Zunge und gib jetzt einen ganz kleinen Impuls am Strick und dem ist sie auch sofort gefolgt und dann geht der Druck direkt. Dann, prima, mache ich mich groß, halte sie an und fange sofort an, einen Stimmbefehl zu etablieren, nämlich wow zum Anhalten. Prima. Gut. Also ich schaue immer, dass der Strick ganz federleicht in meiner Hand liegt. Wenn sie irgendwo hin möchte, kann ich immer noch die Faust zumachen. Aber ich möchte sie mit ganz leichten Hilfen führen können. Dankeschön. Super. Klasse. Prima. Gut. Super. Genauso leicht möchte ich sie verschieben können, zum Beispiel rückwärts. Auch hier etabliere ich jetzt, dass sie dem Druck weicht. Das ist ja später für mich als Reiter auch total wichtig, dass sie sich nicht dagegen lehnt, sondern immer versucht nachzugeben und zu weichen. Dafür nehme ich jetzt den Strick, zeige ihr den Weg nach hinten und mache hier ganz leichten Druck und gebe einen Stimmbefehl dazu, nämlich zurück, zurück, zurück. Fein. Und habe ich einen Schritt, höre ich sofort auf. Prima. Super. Jetzt lernt sie natürlich, wenn sie richtig reagiert und nachgibt, geht dieser Druck sofort weg. Genau wie am Kopf, ne, ist das gleiche Prinzip. Wenn ich sie bitte, mir zu folgen und gebe einen ganz leichten Impuls, geht der Druck sofort weg. Wenn sie mit mir kommt. Und dieses Prinzip ist in der Grundausbildung eines jungen Pferdes ganz, ganz wichtig. Ich schicke sie jetzt nochmal rückwärts. Zurück. Ja. Zurück. Dankeschön. Super. Dankeschön. Und natürlich lobe ich sie auch für alles, was sie tut. Und kratze sie an den guten Stellen. Denn wie gesagt, möchte ich ja, dass von Anfang an das Pferd total viel Spaß an der Arbeit hat und auf gar keinen Fall überfordert wird. Ja, danke schön. Ja. Super. Oh, ja. Also für mich hat ja alles, was Pferde tun, eine Bedeutung. Und ich tue das nicht so einfach ab. Von wegen, ach ja, das macht die halt so. Oder das ist so ein Spleen von der. Das heißt, wenn ich sie jetzt irgendwo anfasse und ihr ist das irgendwie unangenehm, würde ich da sofort drauf reagieren. Aber sie findet eigentlich alles gut. Hinten am Bein hat sie sich ein bisschen verletzt, als sie über die Wiese gebrettert ist heute Morgen. Aber ansonsten fand sie alles okay. Ich schicke die Mistress nochmal weg. Auch das ist für die Beauty jetzt wichtig, die ja so ein bisschen schüchterner ist, dass sie sieht, ich halte hier die anderen Pferde vom Leib. Ne? Das ist auch gut. So, was ich aber sagen wollte ist, wenn ich ihr jetzt das Halfter ausziehe,
dann ist das, was danach passiert, für mich auch aussagekräftig. Also rennt die direkt weg, sagt Gott sei Dank. Oder bleibt sie bei mir stehen, sagt, ach, das war doch ganz schön, können wir vielleicht noch ein bisschen weitermachen. Also auch das hat eine Bedeutung. Ja, du bist auch wieder da. Hey! Das hieß auf Pferdesprache, jetzt weg da, jetzt bin ich dran. Ne, Mistress? Ist klar. Ja, das sind so die ersten Übungen, die ich mit den ganz jungen Pferden, die noch ganz, ganz roh sind, mache. Man sieht schon, Mistress ist schon total motiviert, möchte auch unbedingt dieses Halfter anziehen. Und ja, mit ihr werde ich jetzt auch noch ein bisschen was machen und... Ja, ich freue mich, wenn ihr uns weiter folgt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, verpasst ihr auch keines unserer Videos. Und ich freue mich schon unglaublich auf die Reise mit den zwei Damen, die bestimmt spannend und wunderschön wird. Und ja, ihr könnt daran teilhaben und uns folgen. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal.